Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Red Dead Redemption. Und diesmal, wie ihr im Titel gelesen habt, ein Glitch-Video. Ich möchte mit euch ein Glitch-Video machen, weil viele haben gefragt, auch macht doch mal bitte ein Glitch-Video. Ging leider nicht. Die Goldbarren konnte ich nicht machen mit euch, da ich die Goldbarren alle geholt hatte und leider kein Savegame hatte, wo ich sie noch nicht geholt habe. Und deswegen konnte ich da kein Glitch-Video machen. Ich habe aber jetzt noch einen besseren Glitch gefunden, der geht auch AFK. Also wenn ihr nicht da seid, einfach PlayStation laufen lassen. Achtet aber auf eure Anzeige. Wie ihr das macht, zeige ich dann am Ende noch ganz genau mit dem Controller. Da habe ich mit dem Handy nämlich ein Video gemacht, das hänge ich hinten einfach ran. Und hier ist ein Baumstamm mit einer Kiste. So. Karte. Und zwar genau hier im C. Hier unten am C. Seht ihr das, wo ich bin? Bei Maddock Point. Der C verschwindet ja, seht ihr? Und hier unten. Hier ist das zweite Camp. So. Und da müsst ihr dann einfach hier hochreiten. Da. Dann gehen wir hier zur Kiste hin. Untersuchen. Da zieht er die raus. Macht die auf. Nichts nehmen. Nichts nehmen. Ich wechsle mal in die Ego-Perspektive. Dann könnt ihr das besser sehen. Na. Na, mach doch mal Ego. Genau. Und wenn wir dann hier rangehen. Hoppala. Da seht ihr, da ist ein Zettel oder irgendwas drin, Geld und eine Büchse. Dann drückt ihr einfach den Optionsknopf, ihr geht auf Spiel, dann geht ihr auf Spiel speichern, dann nimmt ihr einen neuen Save Point. Ja. Jetzt haben wir einen neuen Save Point, jetzt gehen wir einfach mal hier raus, gehen auf Spiel laden. 1533, genau, das ist der. Da müssen wir nämlich jetzt raufgehen und den einfach laden, den Save Point. Ich schneide jetzt auch nichts, dass ihr seht wirklich, dass es funktioniert. Also wir müssen jetzt den Ladebalken ein bisschen überspringen. Mit dem Geld hat Vor- und Nachteile im Gegensatz zum Gold. Beim Gold habt ihr... So. Fertig. Beim Gold habt ihr es so, ihr müsst dann erstmal zum Hehler. Ihr müsst den Hehler freigeschaltet haben. Müsst dann zum Hehler die 30 Goldbarren abgeben, weil mehr als 30 könnt ihr am Anfang ja nicht schleppen. Und dann kriegt er 30 mal 500 Dollar von dem Hehler. Dann geht er wieder zurück und macht das Gleiche. Mit dem Glitch, was ich euch hier zeige. So. Die Kiste steht immer noch offen, seht ihr das? Ich gehe jetzt hier einfach ran. Ich wechsle mal wieder in die Ego-Perspektive, dass ihr das sehen könnt. Na komm. Nicht Kamera. So, nach, komm, mach doch. Wieso, bei mir macht er heute neuerdings nicht immer gleich die Ego. So, dann gehen wir hier ran. Jetzt steht hier nehmen. Ich halte Viereck gedrückt. Er nimmt das Geld raus und das Geld kommt wieder an. Und ich halte jetzt einfach Viereck gedrückt. Und kann jetzt hier Geld nehmen. So. Ich lade aber jetzt mal einen neuen Spielstand. Ich habe das nämlich schon heute gemacht, um euch das zu zeigen. Spiel laden. Und zwar um... Genau, 15:18 war das, glaube ich, der. So. Dann kann ich euch mal zeigen, was ich da heute so geholt habe. Da werde ich auch gleich shoppen gehen. Ich werde im Laden gehen, werde mir alle Waffen kaufen. Ich werde mir alle Klamotten kaufen. Ja, Lager ist ja komplett bei mir schon aufgewertet. Aber dann kann ich die Klamotten untereinander kombinieren. Dann kann ich mein Kopfgeld auslösen und so. Und weil ich weiß ja nicht, was noch kommt. Kommt noch ein drittes Lager, ein viertes Lager? Kann man vielleicht das Lager zu einer Stadt oder einem Dorf ausbauen? Das weiß ich ja nicht. So. Ich bin jetzt auf der Karte, kann ich euch zeigen. Hier oben gespawnt. Das ist hier. Hier ist da der Ding, wo ich war.
Und jetzt kann ich euch mal meine Tasche zeigen. So. Das ist doch schon mal eine ordentliche Summe. Ich habe 165.458 Dollar und 89 Cent. So. Jetzt reite ich aber mal wieder zum Lager. Ich könnte das jetzt eigentlich unendlich weiter laufen lassen. Ihr seht aber hier bei mir, die Anzeige ist okay, feuerrot. Also ich muss pennen, ich muss schlafen, ich muss fressen, ich muss alles, weil ich habe das seit heute früh durchlaufen lassen. Ich wollte gucken, ob es funktioniert. Es funktioniert. Aber ich würde an eurer Stelle die Save-Funktion ausschalten, also Autosaven, weil ich hatte das, dass dann zwischendurch Autosaven angegangen ist. Und ich weiß nicht, wie lange Autosave da stand, ohne dass er was gemacht hat, also Geld geholt hat. Deswegen würde ich euch raten, macht die Autosave-Funktion aus. Macht auch, bevor ihr da an den Baumstamm geht, nochmal einen Sicherheitssave, bevor ihr die Kiste rausholt, dass ihr noch einen Savepoint habt, wo ihr die Kiste nicht rausgeholt habt zur Sicherheit, falls was nicht funktioniert. Dann nimmt er die Kiste raus, macht die auf, nichts nehmen, macht einen Savepoint, wo die Kiste auf ist und rausgeholt ist, geht einfach einmal zurück auf Laden, ladet den Savepoint, den ihr gerade erstellt habt, und die Kiste, ihr werdet dann in der Nähe spawnen, habt ihr ja gesehen, geht wieder zur Kiste und ihr könnt unendlich Geld holen. Was ihr mit dem Controller machen könnt, ich habe zum Beispiel, ihr könntet festkleben oder was weiß ich, ich habe einen Haargummi von meiner Tochter genommen, einen größeren, also von meinem Bart sind die ja was kleiner, einen größeren von meiner Tochter genommen und einfach um den Controller gemacht, einmal rum, dass er so auf der Viereck-Taste ist. Wenn ihr länger laufen lassen wollt, wenn ihr da eine Million machen wollt oder was weiß ich, empfehle ich euch, ladet den Controller nebenbei. Mal ab an der Playstation zum Laden dran oder am Wandadapter oder sonst irgendwas dergleichen. Nicht, dass er euch leer geht, weil dann kann er auch kein Geld rausnehmen. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr laufen lassen wollt. Ich habe es halt nur mal ein bisschen gemacht, um mir ein bisschen was zu holen und alle Klamotten zu kaufen, dass ich die von untereinander verschieden kombinieren kann. So, ich werde jetzt ins Lager pennen und essen und so, dass meine Ausdauer alle wieder da ist. Ich werde euch jetzt im Anschluss noch ein Video ranheften, also anfügen, was ich mit Handy aufgenommen habe, dass ihr seht, wie ich das gemacht habe, dass ihr praktisch eine AFK-Funktion habt, dass ihr das machen könnt, während ihr eigentlich gar nicht zu Hause seid oder putzt. Also ich habe nebenbei geputzt, aber ja. Ich verabschiede mich jetzt aber schon mal. Gleich kommt noch was. Bis zum nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin. Hier nochmal ein Zwischenvideo, was ich mit Handy aufnehme als Beweis. Da wird das Geld immer mehr. Ich habe den Controller logischerweise nicht in der Hand. Mein Controller liegt da. Und am besten ist halt auch per Strom ranmachen. Und da habe ich einfach ein Haargummi rumgemacht, was die Viereck-Taste drückt. Ab und zu mal müsst ihr raufgucken wegen Auto-Update. Ja, und so läuft es dann einfach weiter und könnt da weiter laufen lassen. Ich habe jetzt in knapp einer Stunde über 5.000 Dollar gemacht.